Nice, Inspiration erhalten. Wirklich jemanden übrig lassen, ne? Nicht, dass der sich an uns rächt. Nee, jetzt könnte er den noch töten. Oh! Okay, ich steche ihn ab. Hier ist wieder irgendwie. Hier ist ein Kampf bei mir. Mittischer Treffer. Alter, das Blut. Da vorne der. Ach, hier oben ist noch. Ja, der da vorne, ja. Kann ihn von hier oben, glaube okay. ich. Okay. Ah. Man konnte ihn ja looten, wo er bewusstlos war. Nachdem ich ihn getötet habe, hat er auf einmal 4 Gold im Inventar. Ich möchte jetzt nicht wissen, wo das Gold gesteckt hat vorher. In ihm. Okay. Wer greift uns an, David? Hier oben. Da lassen wir, wie gesagt, einfach auf die Figur oben klicken. Genau. Siehst du. Dann siehst du. Okay. Da. Oh, dahinter ist auch nochmal. Ja, dahinter laufen auch noch ein paar rum. Aber die sehen uns gerade nicht. Ja. Nice. Hab sie gegrillt. Oh. Erhöhte Position, obwohl ich in der niedrigen war, aber ich bin ein Stückchen höher gelaufen. Mann, warum geht er denn jetzt runter? Ist der doof? Das war das verschlossene Tor. Nice. Hier hinten ist rein gar nichts. Ich habe hier wieder Pfeile, wenn die jemand haben möchte. It's been a long day. Oh, ich brauch's ja nicht. Vielleicht David? Was denn? Ich habe Pfeile im Inventar. Willst du die haben? Ist immer noch ganz oben, Alex? Ja. Okay. Du machst das ganz oben, ne? Ich mach das, ich bin gerade da, wo wir am Anfang waren, wo wir die ersten gekillt haben. Okay. Oh, ich habe ganz viel Essen gefunden. Cool. Dafür war der Schlüssel. Braucht man nicht mal Alex. Okay. Dann nicht. Ja, nice! Wer hat den dicken Loot? Der G hat den dicken Loot. Oh, ich habe auch einen schmutzigen Schlüssel gefunden. Müsst mal bei mir ins Inventar gucken, ob was für euch dabei ist, meine Lieben. Noch ein Schlüssel? Alter, wie viel Gold hast du jetzt eingesammelt, Alter? Ich hab Gold und mehrere Items gefunden. Ja, 513 Gold war da jetzt drin. Ich schieb das mal zu Alex mit rein. Und ich habe ein paar Handschuhe, ein paar Stiefel, eine Halskette. Und ein Blutstein, Malachit, ein Silberring, ein Bronzering. Oh, du hast ein Amulett gefunden. Heilt ein Gegner von 1 bis 8, wenn ich ihn berühre. Problem ist, er schläft die doch möglicherweise ein. Aber du heilst ihn, ist ja auch. Aber es zählt als Aktion, das heißt, ich brauche, glaube ich, nicht mal. Ausgerüstet habe. Nehmt euch raus. David hat ja auch noch einen dicken Schlüssel dabei. Schlüssel. Fuck! Ich bin im Kampf. Da oben bei. Ist hier oben? Nee, hä? Ich bin. Alter, du bist ziemlich weit weg. Wo bist du lang gelaufen? Ich kann spurten. Ich bin überladen. Fuck, ey. Ich bin zurückgelaufen, da wo wir den Boss gekillt haben hier gerade. Ja, ich komme schon zu dir. Es rennen alle, es eilen. Ach, ich bin hier hinten schon im Kampf. Ja, ne, die drei sind da hinten, ja. Kann bei mir einer mal was rausnehmen aus dem Inventar? Ne, wa? Doch, kann ich. Mach mal, bevor du im Kampf bist, bitte. Ja. Da. Irgendwas rausnehmen da. Aber den Gefangenen da ignorieren wir erstmal links, oder was? Diesen Brakal. Schau ihn. Keine Ahnung. Der ist ja eingesperrt. Ignorieren wir ihn erstmal. So, okay, Alex? Ja, danke. Ich bin wieder ein bisschen. Und allein. Mobiler. So, müssen wir nachher durchgucken, was wir alles eingesammelt haben.
Ja. Ich bin aus Versehen da gegen die drei da. Wo stehen die denn genau? Ich sehe die gerade. Da hinten. Aufklicken. Ja, ich bin noch nicht drin. Achso. Dann siehst du sie eventuell noch nicht. Okay. Aber vor dir, Alex, ja? Ja, ja. Durch die Tür dadurch. Ja. Stell ich mich mal da an. Okay. Hat schon gereicht. Bin noch nicht mal um die Ecke gelaufen. Okay, die sind alle zu weit weg. Ich würde mal gleich das A. Einen Verbündeten. Ich kann mich nicht selber antatschen. Doch, kann ich. So, ich kann nochmal okay. Spurten als Aktion. Fass dich selber an, du Sau. Ich bin immun gegen Einschlafen. Okay, dann kann ich das immer verwenden. Ja, für dich ist das noch nebenbei echt mega. Für uns ist das zwar so ein Glückswurf, aber naja. Haha. Aha. Klein Schweine, die. Was wollt ihr tun? Soll ich jetzt echt warten, bis Yusen den Zug beendet hat, bevor ich mich bewegen darf? Hm, weil zwischen euch noch einer dran ist. Arschig. Arschig. Mach mal was, Yusen. Kann nicht mehr viel machen, außer weiter näher ranzulaufen. Na, dann mach doch. Und bleib doch, oder kannst, naja. Entweder lauf so weit ran, dass wir immer noch durch die Lücke schießen können. Oder, ja. Komm doch, komm doch, komm doch. Oh, scheiße, ich hab das Ding nicht gemacht. Na, kannst du doch jetzt machen. Er steht doch direkt vor dir. Hat ja noch nicht angegriffen. Ich kann es jetzt nicht mehr machen, ich hab schon auf Zug beenden gemacht. Ja, du bist doch aber in der nächsten Runde wieder dran, Digga. Er kann doch jetzt ja, nicht. Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber ich find's trotzdem doof von mir, dass ich nicht dran gedacht habe. Wenn du sporten kannst, Peiler, komm noch ein bisschen näher ran, ja. Bin ich gerade dabei, Digi. Ja? Ist ja noch nicht losgelaufen. Ah, das ist zu weit. Okay. Die sollten auf jeden Fall ein leichtes sein. Haben wir nicht viel Leben. Aber du hattest wohl recht, würde ich sagen, die, Alex, Schachschaulinchen, dass wir da hätten noch gar nicht lang gehen müssen, wo wir vorher waren. Wir mussten bis jetzt immer zurücklaufen, um in die anderen Ecken die Goblin-Anführer zu töten. Ja. Wir können nichts machen. Zug beenden und warten, Digi. Muss mal heilen? Dich oder irgendjemanden? Was? Was? Oh, ich kann göttliche Führung verteilen. Nicht erreichbar. Das hätte ich vielleicht vorher gebraucht, bevor ich angegriffen hätte. Aber gut. Ja, weil ich muss dafür neben dir stehen, soweit hätte ich nicht laufen können. So. So egal, Digi. Aber näher kommen kannst du vielleicht oder so. Nee, kann er ja nicht. Okay, ich brauche nicht. Aber okay. Bis nächste Mal. Ja, komm mal schon näher. Gefesselt, okay. Punkt. 4 Schaden gekriegt. Ja, dafür kannst du aber jetzt nichts mehr machen. Na ja, mal gucken. Was sagt denn Fesseln? Angriffswürfe gegen Kreatur sind im Vorteil. Angriffswürfe gegen Rettungswürfe. Du kriegst 1 bis 6 Schaden pro Zug und das hält 6 Züge? Gehe ich ja mal an den Rand, mal gucken, ob ich ihn fesseln kann. Ja. Aber mit Hilfe wird das entfernt. So oder so rangehen, damit ich die anderen abschießen kann. Ich probiere mal was, Schachschaulin, ja? So, dass du eigentlich nicht angegriffen werden kannst. Das funktioniert jetzt auch von mir. Was sich bewegt. Ja. Musst du mal aufpassen, Jusen, ob der Pfeil von dir weggeht, weil Alex, du, so wie du die Kamera drehst, wir können immer durch Wände sehen, ne? Genau. Okay. Dann darf Alex jetzt aber auch, glaube ich, nicht angreifen. Ne? Der ist eh gefesselt, deswegen, also ich dachte, das wäre passend. Dann beende den Zug, Jusen. Ich könnte wieder näher zu ihm gehen.
Nee, du bleib doch da stehen. Zwischen dir und die Tür kommt er doch nicht durch. Aber wenn er zu dir kommt, können wir endlich angreifen. Richtig. Ich kann immer keine Wut machen, das war's. Alex, wie gesagt, du darfst jetzt aber auch keinen angreifen, weil dann ist der Effekt weg. Aber du würdest dir im schlimmsten Fall 60 Schaden entgehen. Ich komme nicht dicht daran. Man könnte ihn wohl befreien, aber... Ja, ja. Mit Hilfe kann man mich befreien, ja. Komm nicht dicht genug ran, die ich werde. Ist ja nicht schlimm, dann angreifen. Hau die weg da. Jo, nice. Nächsten Zug kann ich dich aber befreien. Ja! Ey, das Ding ist echt gut, das schlägt echt oft aus, wa? Also, ja, ja. Ich bin frei. Ich glaube, das, nice. Glaub, das ist eine Fähigkeit, die ich mal gemacht habe. Ganz geil, ja. Seit dem letzten Stufen-Upgrade. Ist das mal so eine Fähigkeit oder es liegt an irgendeiner Klamotte? Wenn willst du wegkommen? Nee, den Dreier kann ich weghauen. Oh ja, vor mir, gerne. So. David, ist dir schon mal links neben dir, wo dein Charakter hinguckt, die Käfigtür aufgefallen, dass da ein Wesen drin ist? Ja, 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 da ist jemand im Käfig, ja. Okay. Aber nicht so, Freunde. Können wir danach vielleicht holen. Perfekt, vielen Dank. Noch besser. Ja. Okay, bis dahin komme ich jetzt nicht hin. Ah, jetzt bin ich schon wieder verklickt, ey. Ich komme nur mit meiner Maus an die Tastatur ran. Kannst du noch was machen nach dem Sport? Nee. Los. Aber jetzt muss er von mir wegrennen, wenn er mich angreifen will. Und ich blockiere quasi die Sichtlinie zu euch. Losen? Ja, ja. Du musst beenden deinen Zug. Nee, ich vergesse noch was machen, ist okay. Oh, na, dann mach er doch. Oh, komm, ich bis. Oh, ich könnte bis an ihn rankommen. Na, dann mach er. Probier's. Ah, nee, ich also dann nicht. Yes. Bringt dann Abgrund und das Tod. Weil des Feuers. Oh, das probieren wir nochmal aus. Danke. Das Fischschlag, ey. Und aber Alex rennt mit. Ja, aber es war mir so klar, ich wollte es gerade vorher sogar noch sagen. Und ich bin. Sorry, aber eigentlich zweimal Fehlschlag bei dir, habe ich gelesen. Ja, ey, komm, der Gegner ist vorbei. Ist aber okay. Nee, den hätten wir richtig gekillt. Wäre der Kampf jetzt nicht beendet gewesen, hättest du dich ja aufregen können, Alex. Aber so. Naja. Ist es ja okay. Naja. War der lustig? Nein. Gehört, Jusen. Nein. Ich fand's lustig. Ficke dich. Kriegst du wieder. Ich schmeiß dich da nochmal runter durch den Abgrund. Ach, bei der rede ich gerade auch mit der Ratte, okay. Die hat nichts zu sagen, schade. So, wollen wir kurz mal Inventar checken? Jo, können wir machen. Bevor wir mit dem Brackhalter. Mit dem Typen da im Käfig. Achso. Praise his throne. You know Maglubiet. A tyrannical deity who treats. Erfolgreich auf Religion. Also man kann die Ratte werfen. Ja, ihr solltet das auch lesen, was da unten steht, wenn ihr. Ich versuch's. Ich bin gerade im Gespräch drinne. Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Maglubiet's looked out for me since I was knee high to a walk pup. Bollocks to this absolute, I say, and bollocks to you and all. Okay. Es ging trotzdem. Think you can take me on. Oder so. Okay. Ich loote ihn. Nichts drin. Wir hätten ihn noch freilassen können, ne? Dafür hatte ich sogar den Schlüssel. Naja, jetzt ist er frei. So. Er hat keine weltlichen. Er ist auf jeden Fall jetzt richtig frei. Ja. Wo lang? Warte doch mal kurz. Alex hinterher. Oder? Warte doch mal kurz. Ich will mal kurz Inventar checken, ob wir vielleicht irgendwas haben. Ja, einiges.
Ich pack die guten Sachen mal bei Jusen rein, der hat so wenig im Inventar. Na, alles, was so mit Fallen zu tun hat, könnte mir auch als Zaubersprüche gehen. Die sind auch ganz geil. Kämpfer im silbrigen Himmel. Oh, jemand quatscht. Wir quatschen jetzt schon wieder. Jusen. Ja, ich. Ich wusste es gar nicht, sorry. Ich hab nur was im Inventar kurz angeguckt. Open your mind to it. You already know how. To crap, würde ich sagen. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. Das sah gerade komisch aus. And improved your chances of survival. Okay, cool. Okay. Okay. Das war irgendwie gerade komisch, das Videosequenzchen. Ja, so. Okay. Beiler, du meintest doch, gedacht. Du hast krasse Sachen eingesammelt. Ja, ich habe die alle bei Usen ins Inventar gepackt. Das packe ich auch gerade von David da rein. Nee, die kann David behalten. Hier ist noch ein Schlüssel. Na, das Elixier der Arkan nicht, Digga. Das lass mal bei ihm drinne. Weil das kann er hier brauchen. Du hast gesagt, dass ich das rüberpacke, was gut ist. Ja, aber das Elixier der Arkan braucht er doch. Das macht einen Zauberplatz des ersten Grades. Das braucht Yusen noch nicht. Es geht nicht darum, dass ich das jetzt zu Yusen rübergepackt habe, weil Yusen das braucht. Es geht einfach darum, dass Yusen nicht so viel Zeug im Inventar hat und ich das da einfach jetzt reingeschmissen habe, damit wir besser sehen können, was wir gerade dazu bekommen haben. Okay. Damit wir nicht in... Wir sehen nie, wie viel Inventaren rumwühlen. Ist doch viel einfacher, wenn wir alles in eins schmeißen. Erst recht das, was am übersichtlichsten ist. Und das war das von Yusen. Schaudinchen, heil dich mal ein bisschen irgendwie. Mit was? Er sagt, die Handschuhe, die Stiefel. Der Hammer war, glaube ich, von einem anderen. Die Ketten. Muss man halt gucken. Einer hat sich Alex schon einverleibt. Ne, ich hab geguckt, also. Okay. Der Beschwörungszauber ist vielleicht nicht schlecht für einen von euch. Das ist Nebelschritt, da könnt ihr noch 18 Meter laufen, das ist sowas wie Spurten. Oh, nehme ich gerne. Das dann packe ich. Pack das andere mal unten bei Yusen rein, kannst dir mal meine Kette da angucken. Dann nehme ich die, die du. Oder hast du bei mir schon reingeschmissen? Nee. Wo sind die? Ja, die blaue bei Yusen, man kann halt mit Toten reden, aber das kann ich, halt auch nicht. Das kann ich auch schon so. Richtig, aber die könnten wir dann verkaufen, oder? Vielleicht bringt die gut Geld, die ist selten. Aber jo. Die bringt uns so nichts. Es können 3 Leute von uns mit Toten reden. Jo, die können wir eigentlich verkaufen, ja. Dieser Glaubensbrecher, dieser Hammer da. Oh, kann ich Pfeil des Feuers haben? Oh, den muss Yusen mal anziehen und gucken, wie viel Schaden der damit macht. Aber Schachschaden, kann ich den Pfeil des Feuers haben? Ja, der ist, nimm dir nämlich der, der so explodiert ist, Alter. Yusen müsste geil. Hier die Kette noch sich umhängen. Warte, Pfeil des Feuers müsste Pfeiler lernen. Dann hat nee, das ist keine Rolle, das ist einfach ein fertiger Pfeil. Genau. Achso, ja. Okay, nee, ich dachte, okay. Nee, das ist keine Rolle. Yusen, nimm mal die Kette bei dir im Inventar, die goldene. Die goldene? Ja, mit blau, grün Hintergrund und roten Stein drin. Wie ist bei mir im Inventar? Ja. Naja, nee, das haben wir ja vorhin schon gerätselt. Das gewährt Verwundbarkeit durch Wuchtschaden. Also er kriegt doppelten Schaden durch Wuchtschaden. Ja. Das ist nicht so gut. Zwar mehr Schaden auch für ein Tiefwaffen, okay. Aber... Ja. Und was ist denn jetzt mit den Stiefeln, die bei Yusen drin sind noch? Der Hammer und den Handschuhen, ja, also, die neu waren? Das war gerade meine Frage mit dem Hammer. Die Handschuhe kann Yusen auf jeden Fall anziehen. Diese und der hat ja noch die 3 Schlüssel. Aber die haben wir, glaube ich, jetzt alle benutzt. Sag mal, der Hammer hätte dieselbe, hätte dieselben Schaden wie das Schwert. Bei dir, ja? Ja, ja. Also der normale Schaden. Zieh mal kurz an, du musst zieh ihn mal kurz an, einfach. Okay, nee, da ist das Schwert besser. Okay. Weil manchmal ändert sich auch noch dein Angriffsbonus, wenn du eine andere Waffe trägst. Dann würde ich nämlich den Hammer nehmen.
Habe ich überlegt. Oh ja, das passt jetzt zu dir. Oh, den kannst du auch einhändig benutzen. Echt? Hm. Wo ist der Hammer jetzt hin? Ach, da. Der ist vielseitig. Nee, kann ich nicht einhändig benutzen. Ist ein Zweihänder. Achso, nee, du könntest doch ein Schild tragen. Das war die Sache. Genau. Das heißt vielseitig, genau. Aber das ist ja in Ordnung, wenn ich... Naja, ich bin aber im Umgang mit Schilden ungeübt. Das würde mir Nachteile bringen. Aber ich hab... Oh, die Handschuhe sind natürlich geil, Alter. Handschuhe des krummenden Verlierers. Die sollst du ja anziehen. Ach, aber dann kann ich meine Hinterhältigkeitsangriffe nicht mehr machen. Na, das ist ja scheiße. Nee, dann den Hammer brauche ich nicht. Also, falls sich noch einer erleichtern will, könnt ihr das gerne bei David ins Inventar packen. Der hat nur leichte Sachen dabei. Und David, wenn du noch mehr Zaubersprüche brauchst, bedien dich auf jeden Fall noch bei den Sachen, die bei mir bei sind. Ne? Aber ich kann den Hammer nehmen. Der macht mir schon. Nee, 2 bis 9. Oh, Schriftrolle. Quasi Beschwörung. Ist ja auch gar nicht schlecht. Dann. Bücher habe ich auch noch eine Menge. Aber brennende Hände kann ich auch selber zaubern, bringt mir gar nichts. Ich hab noch eine kaputte Laute gefunden. Alex, die Schuhe könntest du aber anziehen, die blauen, weil ich ziehe sie ins Inventar. Schnelle Schritte, wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Züge lang Wucht. Oh ja, und das ist nicht schlecht. Ich spurte ja immer eigentlich. Na, oder du tauschst die Schuhe mit Yuzen. Weil Yuzen hat, glaube ich, Yuzen hat eine Hiebwaffe und du hast Stich und Hieb. Ich habe Stich und Hieb, ja. Aber dann erhalte ich ja zu Stich und Hieb noch Wucht dazu. Ja, oder stimmt. Nicht? Ja, stimmt. Also... Ist doch eigentlich für mich gar nicht so verkehrt. Wer kloppt mir jetzt mir alles ins Inventar? Kloppt dir nichts ins Inventar? Ich schieb dein Inventar bloß nach oben, weil ich die Lücken fülle. So. Musst du aber eigentlich. Nur deine eigenen Sachen, Didi. Weil Alex könnte auch einfach kurz sein Inventar sortieren und dann ist es auch wieder. Oh, aus. Natürlich. Aber mir ist ja eh langweilig. Ich muss ja eh warten, bis ihr fertig seid. Ja, eigentlich können wir auch weiter. Soll ich erstmal speichern? Ja, speichere doch erstmal. Wir haben jetzt ja den Boss besiegt hier. Dann gehen wir weiter. Sind nur noch 2 Bosse, oder? Einer nur noch. Ja, wenn wir das jetzt auch schaffen sollten, wäre heftig gut. Jo, dann gehen wir weiter. Ja. Halt euch aber erstmal irgendwie, wenn es geht. Oder wir gehen irgendwie... Na, nee, wir können eine kurze Rast machen, dann kriegen wir 50%. Ja, ja. Aber besser als gar nichts. Wollen wir eine kurze Rast machen? Bin bei Alex. Ich habe auch noch Heiltränke. Ich habe ja welche gefunden. Ja, aber wir können auch eine Rast machen. Dann sind wir erstmal alle ein bisschen mehr geheilt. Also ich brauche es nicht unbedingt. Aber bei mir, ich brauche es theoretisch auch nicht. Ich habe alle meine Zauber voll. Ja, also Heiltränke wären mir lieber im Kampf wichtiger, Alter, als statt jetzt so hier random so. Oder wir müssen mal eine Rast machen. Mir ist es wurscht. Dann machen wir du das. Kannst mir gerne die Tränke in mein Inventar geben, wenn du möchtest. Kannst du ja auch mal ins Knie ficken. Ich brauch die auch. Aber hatten wir nicht noch einen guten Trank? Den kann doch Alex nehmen. Ich habe 2 gute Tränke, ja. 2 dicke. Ach. Aber das ist Prinzessin unterwegs, okay. 8 bis 20. Die Usen halt schon meinen, das wäre vielleicht auch im Kampf ganz praktisch. Wenn... David halt mal nicht rankommen kann. Pyla, ich würde dir mal die ganzen Bomben und sowas reinpacken. Mach das. Obwohl, nimm doch erstmal... Ja. Kann aber auch eine... Scheiße. Kann auch eine 8 sein. Kann auch eine 8 sein, ja, das ist richtig. Kann aber auch ein Endlichzeichen sein. Keiner weiß es. Na, wart jetzt nur. Entscheidet euch. Also machen wir jetzt eine kurze Rast oder soll ich den saufen? Ich weiß es doch auch. Eine Rast. Ich wäre für eine Rast. Na, dann mach eine Rast.
Demokratie hat entschieden, dann machen wir eine Rast. Okay. Aber wie ich sehe, kannst du immer noch den dicken Trank trinken, auf jeden Fall. Aber David hat doch, glaube ich, auch einen Zauber im Inventar, wo er dich mit 5 heilen kann, zum Beispiel ohne jetzt... Den hätte er vielleicht vor der kurzen Rast machen sollen, weil dann hätte er den jetzt wieder aufgeladen. Nein, nee, das ist eine kurze Rast lädt bei mir nicht zahlen. Achso, okay. Echt nicht? Das ist eine Schriftrolle, die er dabei hat, die kann er immer noch einsetzen, aber... Aber die heilt, glaube ich, bloß bis 5, oder David? Oh, heilt dein Verbündeten und erhöht ihre Trefferpunkt-Maximum um 5. Naja, oder hebt ihr das lieber auch für den Kampf auf? Ja. Ich weiß halt nicht immer die Frage, wie lange das wirkt, weil klar heile ich ihn um 5 und die Trefferpunkte. Ist das dann für immer oder ist das dann nur für... Nein, wir können doch auf den nächsten Kampf warten, ist doch in Ordnung. Okay. Ich hab doch jetzt erstmal 18 Leben, das reicht doch. Ja, mir wär's die... Na, okay. Bisschen mehr Heilung von dir wäre mir ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Na, wieso? Ich greif da sowieso eigentlich eher aus dem Hinterhalt an. Also, wenn ich beim ersten Schlag draufgehe, habe ich was falsch gemacht. Richtig. Und ist bei 18 Lebenspunkten ein größerer Fehler als bei voll Lebensstärke. Ich knack jetzt hier erstmal das Schloss und dann... Aber da sind Gegner, habe ich schon gesehen, ne? Ne, da. Ja, dahinter. Achso, das wird mal dahinter gar nicht. Sind Gegner? Ich stehe schon dahinter. Wo sind denn hier Gegner? Ja, man kann auch außen rumlaufen. Ja, ich will es aber knacken. Darf ich es nicht knacken? Doch, aber ihr habt davon geredet, dass hier Gegner sind. Hier um die Ecke. Ja, hier, sind ja, hier. So, na dann Jusen rauf, Rainer. Ich versteck mich. Ich bin immer nur. Okay. Okay, ich bin direkt drin. Oh, einer, der porten kann. Sehr schön. 31. Oh, die stehen alle so schön. Hierher zusammen. Zurücklocken, oder? Oh, ich bin voller Säure. Und nochmal voller Säure. Ich komme ein Stück zurück, okay? Ja, besser ist das. Okay, also wie bist hier du sind. Da hochgekommen, Alex. Na, mit der Leiter. Ach, da auf der anderen Seite. Ah, jetzt sehe ich's. Oder soll ich zu denen rennen? Du kannst doch zu denen rennen. Ne, aber David und ich treffen sie nicht. Dann renne ich zu denen am besten. Ich weiß nicht, springen ist vielleicht sinnvoll in dem Fall, oder? Also ich kann da ein Licht machen und alle die... Achso, nee, du hast keinen Flächenangriff, war Alex? Ich habe keinen Flächenangriff, na doch. Ich kann da ein Alchemistenfeuer hinschmeißen. Nee, da steht Jusen drinne. Dann. Again. Ja, toll, viel stark. Warte, ich kann dir noch göttlich. Nee, da muss ich dich, glaube ich, anfassen. Das war das Problem, ja, nee, das ist nicht so weit weg für mich. Leute, bevor ihr mich kritisiert, ich konnte gerade nicht keinen Rauchzustand machen. Alles gut. Dass alles nahe kann. Was? Ja, irgendwie sind die ziemlich imber. Haben wir vorher gespeichert? Ich glaube nicht. Warte, ich schieße auf das Sperrauge. So. Kann ich das hier noch verwenden? Okay, schade. Ich hoffe, da greift mich jetzt keiner an. Oh, nice. So. Ganz kurz auf Toilette, Leute, wie gesagt. Edna, wie oft steckt denn der Wichser zu? Alter! Jo. Die haben wagemutiger Schlachtruf drauf, deswegen. Wieso bist du immer noch nicht gedingst? Ja, das weil ich nicht lassen. Kann! Ich kann's ja. Nicht, ich kann keinen Kampf ruhig gerade machen. Ja. Haben wir jemand vielleicht einen Heiltrank schon mal ins Inventar packen?
Ich würde jetzt mal mehrere versuchen anzugreifen. Bam. 14. Habe ich dem einen da abgezogen? Ich kann noch, achso. Säurefiole, was ist das? Das ist eine Aktion. Das ist eine Aktion, das ist eine Bonusaktion, einfaches Gift. Better be cautious. Ne, ich kann da drauf schießen, weil wir sind da in der Nähe. Du hast mich getroffen. Oh, nee. Doch, du hast gerade voll auf mich gezielt. Nee, ich hab dich nicht getroffen. Hier, Wächterin der Nacht, Minaren, die hab ich getroffen. Okay, na gut. Yuzen, ich schieb dir die beiden dicken Heiltränke rüber, ja? Danke dir. Du hast da 8 bis 20 Heilung. 8 bis 20, okay. Die Stufe 6, war die vielleicht auf unserer Seite? Nee. Nee, ich glaube nicht. Das ist die letzte, der letzte Boss, den wir töten müssen. Ah, okay. War es nur Humanitin? Ich gehe auf den Boss. Könnt ihr euch um die anderen kümmern, oder? Ich habe den einen schon Schaden zugefügt. Der hat nur noch 7 Leben, der eine da. Den, im nächsten Zug töte ich den einen. Sehr gut. Da bin ich wieder. So. Wie sieht's aus? Wenn du was töten kannst, töte. Naja, Yuzen müsste in unsere Richtung. Okay, also ich hab schon einiges. Nee, ich bin komplett um Single-Ticker. Aber ich hab ihm jetzt nochmal extra Schaden zufügen können, also. Aber jetzt bin ich. Du kannst aber rangelaufen kommen, Pfeiler. Naja, da ist über ein Fettfilm. Aber wenn du vorne vor die Säure gehst, dann kannst du da ganz gut rüber schießen. Hm. So ungefähr da so. Da so? Ja, genau. Dann kannst du. Und dann die dicke Uschi erstmal. So, wenn du kannst... nicht klein rankommst, der Sieber ja. wär auch nicht schlecht, ist ein Schlag weniger. Genau. Nee. Kommst da du nicht ran? Wege ich mich. Nee. Okay. Geht nicht. Na dann, ja, dann mach die große. Ist doch in Ordnung. Aber Feuer ist scheiße. Eis, dann würde Yuzen wieder ausrutschen, wenn ich das mache. Kannst du nicht Blitz? Oder no. Das mit dem Heilen. Machst du das Nekro, dann kann sie sich nicht heilen. Cool. Schade. Sehr gut. Oh, ich kann wieder was machen. Ey, wie oft das aufploppt. Da war es richtig gut. Da wie oft die das ist eigentlich Scheiß diese dunkle Materie da hinten. Das ist von der Zauberin, Alter. Oder? Alter. Ach so, natürlich. Sie kann 8-mal angreifen. Naja, wegen diesem Schlachtruf. Ach so. Jetzt müssen wir erstmal den Dicken killen. Bei euch da. Also, David, bei dir wäre gut, wenn du auf Abstand gehen kannst. Leute. Aber geht nicht, ne? Dann fällst du tot um, die greift dich an. Ich würde erstmal mich um meine zwei hier kümmern, wenn es okay ist für euch. Ja, ne? Das hat doch jetzt auch keiner was anderes gesagt, Yuzen. Nice! Ja, stimmt, dann hast du das Leben von dem Tier. Das ist clever. Das ist clever, David. Kannst du noch angreifen, oder? Nee, leider nicht. Weglaufen? Nice. Nee, auch nicht. Ich kann das erhellen, alles. Ich hab der Eulen auf jeden Fall Schaden gemacht. 15. Ich könnte eine Eisfläche machen, die macht bis zu 22, wenn wir Glück haben. Aber ich krieg auch Schaden. Naja, die ist klein. Du stehst mit drin, aber wer weiß, wie weit das zählt, wenn du davon wegläufst. Aber ich krieg auch Schaden. Aber alles andere, was ich mache, ja, macht entweder wenig Schaden oder ich treffe dich mit. Na was denn, naja, dann was denn mit dem Blitz? Ah, okay. Na gut, die hat nur noch 7 Leben. Ich
Bleibt die Verbindung trotzdem, auch wenn ich ein Stück weglaufe? Ja, probiere ich mal. Ja, bleibt so. Das kannst du sowieso bei einem Boss immer machen. Jetzt machst du 10 Runden mal einen Schaden, wenn du in der Nähe bist. Mhm. Ja, gut. Aber er muss halt treffen. Er hat ja beim ersten Mal nicht getroffen, leider. Ja. Alter. Ah, okay, das mit dem Nekro wäre natürlich auch ganz gut. Alter, ist klar. Ist doch so scheiße, Alter. Du hast es gerochen, ne? Gut, ich kann es mit dem Nekro nochmal machen, aber... Ich kann ihn umschubsen, dass er liegt, oder ich mache halt 6 mehr Schaden. Mir wäre lieber eigentlich, wenn du von da wegkommen würdest, dann könnte ich meine größeren Angriffe machen, aber... Ja, dann hau ich, ihn weg. Okay. Ah, schade, nicht umgefallen. Alles Rettungswürfe bei ihr. Ach komm, Alter, als ob sie von hinten... ...das überlebt hat. Könnt noch mal Nekro machen, nur falls sie sich noch mal heilen würde, aber Sicher, sicher. Oh. Ja. 80%. Da das jetzt auf David gemacht. Oh, danke. Ihr müsst schon gucken, auf wen ihr klickt. Ich hab... Das war rot, aber naja. Dann war es doch grün. Dreh mal die Kamera. Dann treffe ich David vielleicht nicht. Tut mir leid, David. Alles gut. Ich wollte mich eh nicht heilen. Alter! Wir müssen Yuzen heilen auf jeden Fall. Alter. Ey, das gibt's doch nicht! Jo. Kann jemand Yuzen heilen? Das Problem ist, wenn ich aus meiner Tierform rausgehe und Yuzen heile, dann habe ich nur noch 8 Leben und die steht genau neben mir. Soll ich jetzt mal versuchen mit dem Nekro, oder soll ich was anderes machen? Ich habe mal einen Trank getrunken, vielleicht reicht das. Ja. Ich versuche es wieder umzuhauen. So, David. So, Alex. Nekro oder nicht? Ja, Nekro. Ja. So. Jetzt ganz vorsichtig hier. David steht so tief in der drin. Du kannst oben auf das Bild klicken. Dann kannst du dich nicht verklicken. Ah. Das geht auch beim Zaubern, das musst du ja. Ich habe gedacht, so um Gegner zu suchen, ja, aber... Nee, kannst du auch so, um Angriffe zu machen. Jo. Man lernt nie aus. Yuzen, kommst du da klar mit den beiden? Wenn mich jemand heilen könnte, wäre geil. Sonst müsste ich mich jetzt erstmal heilen. Das ist ein bisschen Panik. Na, dann heil dich. Nicht angreifen. Doch, ich greife an. Drauf geschossen. Je nachdem, wie David nächste Runde angreift, kann ich dir helfen. Vielleicht. Der Yuzen müsste da erstmal aus den ganzen Pfützen raus. Blutpfütze, Fettpfütze. Das ist alles. Na, die anderen stehen auch drin. Okay, krass. Alter, David ist tot. Alter! Ja. Neuladen? Nein, wir können noch David hochholen mit der Schriftrolle. Ja, okay. Ja. Aber die hat mich... Erstmal die Olle platt machen, oder Alex? Ja. Auf jeden Fall. Müssen wir die jetzt erstmal töten. Dann probierst du erstmal dein Glück und dann ich, oder was? Am besten machst du das erstmal. Weil ich kann vielleicht Yuzen noch helfen, wenn du die tötest. Mit irgendwas krassem. Boah, na, ich könnte halt mein Eismesser machen, aber macht 3 bis 22. Naja, probier dein Glück. Vielleicht haben wir Glück. Könnt aber auch ranlaufen und flammende Hände machen, sind 3 bis 18. Hm. Nee, nur wenn sie brennbar sind, die Ziele. Ja. Das sagt er nicht brennbar. Ja. Ja, dann probier den 22er da. Aber du musst am besten ein Stück weggehen. Okay, warte. Also mach deinen Zug mal vor meinem, wenn es geht. Ja, pass auf, dass er dich nicht angreift. Ja. Achso, du kannst es halt. Ich kann einen Rückzug machen. So, warte, dann lass mich als erstes angreifen. Ja. Neun. Oh, nice.
Du musst 5 Schaden machen. Nice. Sehr gut. Ist tot, die... Gut. Dann kann... David ist wirklich tot, ne? Ja, du kannst dir mit der Schriftrolle wiederholen. Hast du eine mit der Schriftrolle? Er macht aber nicht in der Runde. Den Fight doch jetzt erst zu Ende, oder nicht? Ja, naja, klar. Aber wir brauchen dich ja auch als Heiler. Guck dir Yuzen an. Achso, ne, der ist ja gut geheilt, okay. Und er hat jetzt wieder seinen coolen Move. No. Ich hatte ja 2 Tränke. Ja. Nice. Okay, ich bin dran. Ja, Peiler, wenn du kannst, hol ihn hoch. Yuzen, warte kurz, bevor du angreifst, bitte. Hallo, David. Hallo. So. Sehr geil, Digga. Darfst jetzt aber nicht ausrutschen, mein Freund. Da ist Blut und Eis unter deinen Füßen. Ich bin nicht mehr dran. Ah, aus dem Gleichgewicht, Leute. Geil. Ich hab dich schon mal angeschwächt. Du regelst das schon, Yuzi. Mist. Du regelst das schon. Auf dem letzten Meter bin ich hingefallen. Ja, falls noch jemand auf diesen Rostag mal schießen kann irgendwie, ich glaube, der hat keine große Abwehr. Da ist eine Kante, du müsstest halt nach hinten kommen, oder dann läufst du wieder ins Fett und dann fällst du vielleicht selber hin. Ja, na, Yuzen, du hast 21 Leben, ein Toter. Ja, ich habe doch schon angegriffen, Dicker. Ja, naja, dann beende den Zug und dann ist gut. Okay, da drüben kommt jetzt noch mehr. Ja. Ach komm schon, Alter. Ich glaube, wir müssen das Speerauge mal platt machen. Ja. Warte, ich schieße einfach drauf, wenn es vorbeifliegt jetzt. Dich nicht überheilen? Du kannst... Okay. Kannst dich am besten heilen. Yuzen, ich kann den vor dir töten. Na, zeig mal. Ach komm, als ob. Hast du nicht gerade irgendwas ziemlich großspurig gesagt? Ja, hat er. Ja. Mich reißt die ganze Zeit diese komische Klinge, so eine Musikklinge habe ich. Das Schwert summt erwartungsvoll, bereit in unerträglichen Kreischen oder stärkenden Gesänge auszubrechen. Ich hab's versucht. Aber das, ja. Ich hab Angst, dass es gar keinen Schaden macht. Doch. Ja, nee. Na, probier's doch aus, Yuzen. Raste aus, Diggi. Oh, ich kann doch sehr aushauen. David, hast du noch Heilzauber oder so? Ich habe mich gerade selber erstmal geheilt. So. Okay, cool. Komm schon mal mit dir mit, Alex. Mhm. Und sonst? Ja, kreischende Singe. Hast du noch diese heilende Schriftrolle, David? Nee, die haben wir vorhin eingesetzt, ne? Weil die kannst du mir auch ins Inventar tun, weil... Ich bin gleich bei Alex. Nee. Ja. So, dann machen wir mal Toter, Yuzen. Kannst du als Erster dann greifen? Ich mach's, ja. Ja, dann greif du den mal an, ne? Okay, Fehlschlag, geil. Hat er noch? Aber ich kann einfach so runterzuschubsen. Direkt in den Abgrund runter. Okay, der da oben hat, der da oben hat nur noch 8 Leben. Alter. Nice. Hab ihn ausgenockt. Oh ja. Er stand im Blut. Blut leitet, ne? Blitze und so, wie Wasser. Ich hatte bloß Glück, dass Yuzen keinen Schaden bekommen hat, Alter. Da hatte ich voll Schiss bei. Ich hab auch erst gedacht, du musst vorher noch Eis. Ich bin ausgerutscht. Ja, schön. Ja, da war ich doof. Ich rutsch auch nochmal gleich aus, Yuzen. Ich rutsch mal neben dir aus. Alex, kannst du den hitten? Nein. Warte, dann probier ich's. Nein, ich stehe. Leider nicht mehr. Kannst sogar noch rauslaufen. Ja! Er hat nur noch 4 Leben da oben. Ja, ich hatte es gerade eben. Vielleicht musst du noch ein bisschen rangelaufen kommen, vielleicht. Ich hatte es ja gerade eben.
Jetzt muss auch mal Glück haben, ne, Leute? Oh, shit. Time to push my luck again. Ja. Oh, jetzt kommen die anderen zwei noch. Mhm. Aha. Hä? Aha. Klein Stricher, Alter. David, magst du, Alter, vielleicht, bevor du rüberkommst, noch den Dude hinter dir looten? Dann müssen wir nachher nicht nochmal zurück. Oh, okay. Den war der Einzige, der da lag. Den hier oben könnt ihr ja machen, ne? Den da treffen? Ich hab 56%. Ja, probiert erstmal, den da oben zu töten. Aber ich... Welche zuerst? Obwohl, ne, ich probiere. Nein, ich muss erstmal. Shit. Ah, egal, Mann, bitte. Let's go. Ah, jetzt ist er doch durch die Säure gelaufen. Ja, ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Nice. Achso, jetzt hast du doch die. Bitte sehr. Hier wollte ich doch machen. Hat jetzt zu lange gedauert. Ich hab mir schon Zeit gelassen, um die Ecke zu laufen und zu schießen. Ja, auch hier oben jetzt. Scheiße. Ich bin nicht gewesen. David, sprich mit uns. Kommen wir da irgendwie oben oder so? Ne, man muss, glaube ich, hoch und wieder runterklettern wie bei dir. Ah ja, hier ist eine Leiter. Okay. Ah, das hätte ich ja machen können. So Mist. Ach, scheiße. Da hab ich getroffen, die Sau. Wen zählt dann jetzt? Jusen. Der kann da durchschießen, die kleine Ratte. Dann, kommen sind es Goblins, kommen immer diese kleinen Sachen, ne? Komm hoch, kommt hoch, wenn er könnt. Best be on my way. Sicher? Ja, wenn er es schafft, ja. Bam. Ach komm, ey. Warum trifft denn das nicht? Ich muss eigentlich direkt runter, wa? Du könntest direkt runter, ja. Da ist die Leiter neben dir. Genau. Kann ich noch laufen? Alter, krass, wie weiß ich noch laufen kann. Hm. Ich verstecke mich so ein bisschen hinter die Säule vielleicht. Oh, gut, dein Glück. Ja, nice. Ah, mein singendes, kreischendes Schwert, geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist doch das geil. Vor dir habe ich gedacht, greife ich nicht an, Alex, den machst du schon platt. Also ich könnte noch einmal heilen. Soll ich das jetzt verwenden für Alex? Ja, das wäre nice, ja. Wenn du das könntest. Ja, das ist gut. So. Du bist leider außer Sicht weiter. Ja. Schade. Laufen kannst du nicht. Kommst du nicht mehr hoch an der Leiter, David? Bevor du das machst, bitte? Ich bin gerade bis hier gelaufen. Ja, okay. Dann nicht. Dann ist so. Dann hätte ich mal meine Sache nicht so machen sollen, wie ich sie jetzt gemacht habe. Oh, das ist Fehlschlag. Ja, doch, ich wusste es. Siehst du, ich hab's gefühlt. Siehst du, bei mir auch Fehlschlag, Alter. Alter, ich glaube, diese kreischende Klinge ist gerade ausgeholt, du. Nee, ich glaube, diese kreischende Klinge, die ich gemacht habe, die ist da echt wirkungsvoll. Jo. Dass deren Waffenstärke richtig minimalistisch ist. Ja, das glaube ich auch. Ja. Machst du den Zweier? Dann würde ich den Fünfer machen, oder willst du den Fünfer probieren erstmal? Ich mach den Fünfer hier vor mir. Na, sonst mach erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Oh, dann kloppt den einer um, Jusen. Cool. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich habe eine Rüstung für dich gefunden, Alex. Ja. Klingt doch gut. Eine Rüstung.
oder? Oh, ich habe einen Ring gefunden. Keine Ahnung, was der Ring kann, aber er kann was. Achso, in mein Inventar. Okay. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Okay, nice. Spinnenseite. Okay, ja, cool. Pyla, willst du meine haben? Ich habe dir meine reingelegt, das ist eine leichte Rüstung. Du erleidest ein weniger Wuchtschaden. Rüstung? Ich aber den jetzt. Ja, warte mal. Falsche Stab. Ja. Die da? Na, die grüne, ja. Hier geht's, glaube ich, weiter irgendwie. Ich würde erstmal die Dicke da drüben noch looten, ne? Den Boss da irgendwie. Nebenan. Hm. Und dann geht's hier aus der Tür geht's auch noch raus, glaube ich. Nö, raus würde ich das noch nicht nennen, Alex. Okay. Und hier sind auch noch... Ist das ein Gegner? Nee, man kann mit ihr reden. Doch, 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 das ist raus. Das soll die Olle vom Anfang, mit der wir uns gut gestellt haben. Doch, hast recht. Bleib hier erstmal stehen. Wollen wir hier drinnen nicht noch ein bisschen was machen, in dem Goblin-Lager? Ich wusste jetzt nicht was. Ihr habt gesagt, gucken wegen Loot. Ich hab mal drüber geguckt und hab nichts gefunden. Hier ist noch ganz viel, Digga. Oh. Achso. Bist du im Kampf? Ja, er ist auch gerade rausgelaufen. Achso. Und wir müssen hier im Goblin-Lager müssen wir auch noch einiges machen, ne? So, soll ich jetzt erstmal speichern? Das wäre gut, ja. Yo, ich bin jetzt in einem Kampf. Ja, rettet Polo, oh. Ja. Ah, okay, komm, lass schnell hinrennen, ne? Jusen, renn mir hinterher. Jo, renn mir hinterher. Bin dabei. Ebo. Ist nur wartet. Ein kleiner mit 7 Leben. Ja, wartet kurz, bis wir da sind, bitte. Ich hätte auch nicht gedacht, da waren wir doch vorhin schon, da sind wir doch schon, genau, nee. Da kommt ihr jetzt auch her. Da waren wir noch nicht. Und wer war der irgendwie schon weiter weg um die Ecke? Das ist ja irgendwie ein Zweitweg. Da ist er schon down. Nice. Oh, ich habe 3 Heiltränke gefunden. Noch ein Heiltrank, 4 Heiltränke habe ich gefunden. Jetzt die Frage, wie, einen Schlüssel bei. Wie sehen wir den jetzt eigentlich mit den... Also, wir haben ja jetzt alle Anführerplatten. Hier, rette Volo. Ja. Wollen wir jetzt nochmal eine lange Rast machen? Weil ich habe keine Zauberspells mehr. Heiler glaube ich auch nicht mehr. Ja, dann macht eine lange Rast. Ich habe noch ein Zauberspell. Warte mal, den... Achso, ne. Ja, nee, dann macht er. Ja, wir haben auch 1000. Okay, bin wieder da. Aber bevor wir die lange Rast machen, wollen wir nicht nochmal eine kurze Rast machen? Wir haben noch eine. Aber eine kurze Rast macht nur 50% Leben. Ja, ist doch aber erstmal in Ordnung. Damit kommen wir doch erstmal aus. Warum? Ich kann nicht mehr zaubern. Ich könnte noch, einmal meine Spells aufladen und dann kann ich aber nur die einfachen Zauber machen. Keine normalen, keine Special-Zauber. Ach so, was mir aufgefallen ist, geht mal oben rechts oder drückt mal B. Oh, wir haben gehört. Oh, okay. Wir haben gehört. Alter. Ah, ist nicht verfügbar, weil ich verwandelt bin. Das ist doch Müll.
Ach du heiliger Bimbam. Okay, was krass. Ist das denn, Alter? Okay. Krass. Warte, hat gerade jemand schon einen Wurm eingesetzt? Nein, ja, nein, ich. Nein. Ich, ja. Oh. Wir haben nur 3 maximal, ne? Also 3 insgesamt. Insgesamt, ja. Also. Weiß ja gar nicht, was da jetzt mit dabei ist. Achso, ich bin verwandelt. Ich hab Gesundheit übertragen gemacht. Offere die Hälfte deiner verbleibenden Trefferpunkte, um ein Ziel, um dieselbe Menge zu heilen. Ah, das ist doch komplett nutzlos. Wieso? Wie oft sterben wir denn? Wir können immer hier und da Energie übertragen, oder nicht? Ja, aber dann hast du doch auch die Hälfte der Fähigkeitspunkte weniger. Wir hätten den Wurm doch viel besser einsetzen können, um quasi im Vorteil zu kommen am Anfang des Kampfes. Na, 2 haben wir noch. Ja, aber bitte nicht irgendwas einsetzen, einfach so. Gut, das war aber purer Absicht. Das habe ich wirklich nur gemacht, um euch zu ärgern. Scheiße, ich wurde enttarnt. Kacke. Ich würde das bei war mir keine gerne Absicht. Konzentrierende Explosion nehmen. Weil ich kann nur konzentrierende Explosion machen. Die zionische ja, Überlagerung und den Energietunnel. Haben wir den dann alle? Nee, ne? Ja, doch, anscheinend schon. Sonst haben wir doch durch mich leider schon erfahren. Nee, ich glaub, nein, das hast nur du. Das, was Jusen gemacht hat, das habe ich nicht. Das ist bei mir ausgegraut. Genau. Noch nicht erlernt. Steht das. Da. So, genau. Okay. Das hast nämlich jetzt nur also, du. Ach nee, steht da auch. Ah, und okay. Das ist komplett nutzlos für dich. Ja gut, das hat man schon geklärt, ja. Ja, dann, ja, Peiler, dann mach du konzentrierte Explosion. Wenn das für dich okay ist, dann mach es. Ja, das hat mit Zaubern zu tun. Psionischer Rückschlag? Oh. Das ist ja räudig. Daraus kann ich den Wurm rausnehmen und jetzt kann ich mir was anderes aussuchen? Wie funktioniert das? Ich bin gerade voll ein bisschen... Nee, der Wurm ist auf einmal random da, sag ich mal. Und den fügst du erst dann ein. Nicht normal klicken, weil dann ist, glaube ich, der andere auch weg. Na, Alex, du kannst doch den letzten Wurm noch nehmen. Ich habe immer noch 2. Ich habe auch noch 2. Aber bei mir stand gerade 3. Ja, bei mir standen auch 3, ja. Aber jetzt nur noch 2. Ja. Also Peiler hat schon was ausgegeben. Nee, Peiler hat noch nichts ausgegeben. Nein, immer noch nicht. Ich habe das Ding noch in der Hand. Ja, deswegen bin ich gerade hart verwirrt. Also ich bin in der Mitte und muss jetzt eins von denen 5 auswählen. Du klingst jetzt wieder darauf, was du gerne haben möchtest. Ja, du machst mal zur Explosion, dann pack in die Explosion. Genau, jetzt haben wir nur noch 1. Genau, jetzt hast du es reingefügt. So, und Alex, was ist in deinem Hirn drin? Sind das die gleichen eigentlich? Ja, sind die gleichen, ja. Ist alles das Gleiche. Aber ich hab gerade mal weitergelesen, also wenn Jusen jetzt dieses Gesundheit übertragen hat, ist jetzt nicht schlimm, weil mit dem nächsten Wurm, den er hat, könnte er das hohe Risiko machen, also oben links da drüber. Ja, stimmt. Ja. Dass sie eine Kreatur mit Macht, die heilt, wenn die Kreatur angreift, sie jedoch auch verwundbar durch alle Schadensarten macht. Na klar. Also... Und welche Effekte sind denn vielleicht wirkungslos in dem Fall? Die man auf sich hatte. Aber wie gesagt, das ist eine coole Sache. Oder ich komme auch zu diesem Schild der Diener. Ja, das ist nicht so schon... krass. Ja, das habe ich mir schon durchgelesen, ja. Weiß jetzt nicht, ob 10 temporäre Trefferpunkte als Aktion so krass sind. Weiß ich nicht. Naja, wenn es als Aktion ist. Hm. Und temporär heißt das sowas wie eine Schlag. Wie ein Schlag und sowas, also, oder? Nee, nach der Runde ist es vorweg. Naja, ist ja wie ein Schlag. Keine dauerhaften Effekte, sag ich mal, wie Brennen oder sowas ist vielleicht wirkungsvoll, das weiß ich nicht. Sonst weiß ich nicht, was mit diesen temporären Trefferpunkten gemeint ist. Und Peiler kann das theoretisch zu diesem pisionischen Rückschlag. Und vielleicht zu Ausmerzen der Schwächen.
Ja, ich würde auf die günstige Ausgangslage gehen, weil auf den ersten Angriffswurf oder Tributswurf, den du gegen ein beliebiges Ziel ausführst, erhältst du einen Bonus in Höhe deines Übungsbonus. Und Also das passt zu dir, ja. ich habe plus 2. Ja, Und nein, du machst ja eh meist den ersten Angriff so, sag ich mal. Ja. Und Schatten Also, und so. dein Übungsbonus wird deinen Attributswürfeln und Rettungswürfeln gegen die Fertigkeit hinzugefügt, in der du geübt bist. Die Erfolgschance steigt. Dein Übungsbonus wird außerdem deinen Angriffswürfeln mit Waffen hinzugefügt, sofern du im Umgang mit ihnen geübt bist. Die Trefferchance steigt. Also, ja, wenn ich den ersten Schlag mache, treffe ich eigentlich jetzt mit dem Ding dann immer so gut wie. Ja. Dann packt er den Wurm rein. Und dann könnte ich nämlich noch weitergehen auf Glück der fernen Reiche. Bei einem erfolgreichen Angriffswurf gegen einen Gegner kannst du den Treffer zu einem kritischen Treffer machen. Also ist mein erster Angriff immer kritisch. Alter, damit Ja, bist du ja nur wirklich heimlich Overkill. trifft, dann macht er noch Ja, mit. Ja. genau. Also das wäre quasi mein Weg und dann mal gucken, was da hinten noch so kommt. Dann würde ich den jetzt ausgeben, ne? Packerin, den Wurm. Gut, habe ich. Günstige Ausgangslage. Okay, und der nächste Wurm gehört David. Und das macht er auf Energietunnel. Ja, David Ich muss kann mich ich. nicht entscheiden bei Mainz. Könnt ihr mir da mal helfen? Wo bist du denn? Na, immer noch bei konzentrierte Explosion und dann habe ich ja links und rechts, wo ich noch den Wurm reinlegen kann. Nein, Aber ich nein, weiß nicht, was besser ist. du hast keinen Wurm mehr. Du hast Nee. keinen Hä? Wurm mehr. Gerade eben war der noch da. Ja, Digga, wie gesagt, die Würmer, die da oben rechts sind, Die die haben gehören wir uns alle. alle und wir verteilen die einzeln gerade. Ich habe aus Ah, Versehen okay. das mit dem Herz gemacht, du jetzt deins und jetzt hat Ja. Jody noch seins Ich habe gemacht. gedacht, So. weil oben links ja mein Name steht, habe ich gedacht, das gilt denn hier rechts nur Das für haben mich. wir Also, schon ein paar okay. Mal gesagt. Ja, aber ich war unsicher, ob wir in dem gleichen Menü dann waren So, oder ob ihr jetzt da in muss die man nur Blase gucken. geklickt habt vorher oder so. Pfeiler, was kostet denn der Spell? Das will ich mal wissen. Weil 36 Schaden ist natürlich eine Ansage, aber wenn wir den nur einmal Was? Welche? na, rausgehen und jetzt in deiner Spellliste gucken, was der an Mana kostet. Da ist er doch. Basic. Ne, das rote, linke Seite. Peiler, ich pack dir mal eine Schriftrolle noch rein. Das ist ein sengender Strahl. Der macht 6 bis 36 Schaden. Ja, aber wolltet ihr das jetzt wissen, oder? Ja, Peiler links, das rote. Was in deiner Basic-Reihe ist. Das Nein. hier. Nein, unten bei deinen Fähigkeiten. Da ist ein rotes neues Symbol aufgeploppt. Das. Nein, links. Na doch. Da, Da. warte. Jetzt. Da. Es kostet nur eine Aktion. Das ist. Ja. Der ist komplett broken. Ja. Hätte jeder das von uns genommen, dann hätten wir einfach alle eine Aktion. Obwohl. Oh nein, da steht erfordert Konzentration, Peiler. Ja, aber die kann er doch, oder? Zauberkonzentrat. Also. Hat er doch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob er. Weil das da oben rot ist. Ja, aber. Nebelschritt und so, weil wir nicht im Kampf sind, ist auch ausgeblendet. Also, weißt du, wie ich meine? Das geht nur im Kampf. Nicht so. Na gut. Das ist ja hier bei den Zaubern gerade in dem Moment auch so. Oder es liegt daran. Nee, steht da nicht. Also, es verbraucht ja so gesehen kein Mana, kein Zauberspruch oder sowas. Ja, aber die anderen sind auch ausgegangen. Na gut, wir gucken mal Naja. beim Kampf. Ist jetzt die Frage, ist jetzt, ich würde jetzt eigentlich jetzt nicht nur einen Kampf machen, oder? Nö. Nö. Wir können jetzt da eigentlich noch verkaufen oder so. Ich würde jetzt erstmal speichern oder soll ich nach dem Verkauf speichern? Sowohl als auch. Okay, ich speichere jetzt erstmal. In Speicher. So, wie kann ich das mit den Allernen nochmal machen? Oben in dem Dashboard, also oben bei Zaubersprüche, oben in der Mitte. Und dann rechte Seite, das Buch. Nee, bei dir ist es links mit dem Buch, das mit dem Plus. Ich habe ein Bei den Elixier Zaubern. der Giftresistenz gefunden.
Jemand von euch kann giftresistent werden und kann nicht mehr vergiftet werden. Ich habe das als natürliche Resistenz. Kann immer, oder mal, was? Ja. Das Geld in mein Inventar schieben? Geld willst du? Merci. In dein Inventar? Bitte schön. Gelernt. Hast du, okay. Gibt's denn hier noch? Oh, nee, ich brauche. Naja, er kann die Schriftrollen lernen. Mit Geld, weißt du? Brauche ich nicht. Als, ah, okay. Ging das doch mit dem Strahl vollkommen klar, würde ich sagen. Also wenn es okay ist, würde ich den Giftresistenztrank trinken. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn die immer Säure auf uns schmeißen, dann können wir nicht vergiftet werden. Du kannst einfach durch die Säure durchlaufen. Und das ist halt für immer, sagst du, ja? Was mich halt interessieren würde, Leute, ist das, was ich hier gerade ausgewählt habe bei mir. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerade noch in den Stream gucken kann. Vertraute finden. Dreister Quasist, so würde ich das aussprechen. Beschwörungszauber der ersten Grades. Mist, okay. Nee, du bist nur giftresistent bis zur langen Rast. Die wollen wir jetzt demnächst machen. Ah, ich hab's gerade getrunken. Ja. Hätte ich danach getrunken. Nee, ich hab's ja auch erst gelesen, jetzt wo du es eingesetzt hast. Das steht dann da, weißt du? Ah, okay, scheiße. Ja, habe ich aber auch nicht gewusst. Aber ist nicht. Bis jetzt habe ich es auch so irgendwie überlebt. Ja, ganz ehrlich, ist ja wurscht. Okay. Deswegen, ich habe hier ja auch den Trank der Geschwindigkeit, gibt eine Extra-Aktion und Rüstungsklasse ist +2, aber die müssen wir dann wirklich im Kampf einsetzen. Ja, ich weiß, die habe ich dir gerade reingepackt. Gibt es eigentlich auf der ganzen Karte nur diesen einen Händler, wisst ihr das, oder gibt es noch andere? Nein, es gibt noch viel mehr Städte mit Händlern. Was denn? Beschwöre einen Vertrauten in Angestalt, und mit den Werten eines Quasiten, ja, würde ich sagen, das steht da. Der Unsichtbarkeit, nee, der unsichtbar werden und Gegner ängstigen kann. Ich weiß jetzt nicht, also ich verstehe, bin mir gerade unsicher, ob ich jetzt einen damit verzaubern muss von uns oder ob ich den wirklich beschwöre, weil das ja ein Beschwörungszauber ist. Nee, du beschwörst den Vertrauten und das dann ein Quasit. Okay. Genau. Na, typisch, statt eine Krabbe, so ein Typen halt. Der kann unsichtbar werden und Gegner verängstigen. Hm. Ist vielleicht besser als die Krabbe. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben der hat, aber was kostet das? 50 Gold, nehm mit. Jo. Ja, noch. Gut, der Rest ist eigentlich erstmal uninteressant. Ich weiß gar nicht, ob du eine Obergrenze an Zauber haben kannst. Nee. Aber das ist ein Extra-Spell, das ist nicht bei den Vertrauten drin. Aber ich tausche das mal aus und dann probieren wir das mal aus. Zack, zack. Den heftigen Feuerzauber will ich auch mit reinnehmen. Was nehme ich denn dafür raus? Ne, der Blitz ist ganz cool. Flammende Sperre, das war die Feuerkugel, ne, David? Oder? Ja, das ist die Feuerkugel. Aber wenn du den Feuerstrahl hast, ist halt egal. Obwohl, du hast nochmal einen Nebencharakter. Der Feuerstrahl ist dann weg, aber der Ball bleibt vielleicht noch ein bisschen. Und der hat 2000 Nebenpunkte. Ja, aber er macht dreimal so viel Schaden, der Strahl. Oder die Strähle. Aber eigentlich sind die Messer hier scheiße. Weil das schon ein bisschen, also man kann den Zauberspruch ja auf Stufe 2 auch machen und trotzdem hast du da ein recht hohes Risiko drin. Wird, glaube ich, lieber die gegen die austauschen. So. Ja. Ich glaube, so finde ich das gut. Geld gebe ich dir wieder, Alex. Mhm. Ansonsten müsst ihr mal gucken, was ich hier noch an Büchern und so habe. Keine Ahnung, ob das was bringt. Die kannst du auch in deine Truhe reinpacken. Ja, da habe ich ja auch vorhin gemacht, wo ich welche bei hatte. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir die lange Rast machen jetzt? Oder erstmal zum Händler? Nein, komm. Ja, ich bin